Volle EM-Rente. Darf ich nichts dazu verdienen oder nebenbei ehrenamtlich arbeiten? Mein Name ist Peter Knöppel, ich bin Rechtsanwalt und Rentenberater von rentenbescheid24.de. Ich habe wieder mal eine ganz nette Anfrage bekommen auf rentenbescheid24.de und sinngemäß sagte uns die Frau B. aus Berlin: Ich habe irgendwo gelesen, dass ich gar nicht mehr arbeiten darf, nicht einmal ehrenamtlich, wenn ich eine volle EM-Rente beziehe. Hallo, liebe Frau B. aus Berlin. Ich sage es Ihnen ganz klar und deutlich, was Sie da gelesen haben, ist völliger Blödsinn. Natürlich dürfen Sie, wenn Sie eine volle Erwerbsminderungsrente beziehen, nebenher arbeiten oder auch meinetwegen ehrenamtlich neben einer EM-Rente arbeiten. Das ist doch gar kein Problem. Das Gesetz sagt sogar, dass ein Hinzuverdienst eine Anspruchsvoraussetzung ist für eine volle Erwerbsminderungsrente, und zwar nämlich nicht höher als 6.300 Euro brutto im Jahr. Sie müssen aufpassen, wenn Sie neben einer vollen Erwerbsminderungsrente oder auch meinetwegen teilweise Erwerbsminderungsrente noch arbeiten, dass Sie dann keinen Hinzuverdienst haben, der höher ist als die Rente oder als die Hinzuverdienstgrenzen, weil dann wird es nämlich von den Renten abgezogen. Und Sie sollten bitte nicht mehr als 15 Stunden in der Woche arbeiten. Denn wenn Sie mehr als 15 Stunden in der Woche arbeiten, und zwar auf Dauer, sind Sie nicht mehr voll erwerbsgemindert, sondern nur noch teilweise erwerbsgemindert. Und deshalb sage ich, es ist überhaupt kein Problem, wer weniger als 15 Stunden in der Woche auf Dauer arbeitet und im Jahr weniger als 6.300 Euro verdient, muss sich gar keinen Kopf machen. EM-Rente wird damit nicht wegfallen oder Ihnen weggenommen werden. Wer aber weniger als 15 Stunden in der Woche arbeitet und mehr als die 6.300 Euro hat, muss sich auch keinen Kopf machen über den Anspruch. Da wird eben nur, was über den 6.300 Euro liegt, an Verdienst an die volle EM-Rente angerechnet. Näheres zum Verdienst und EM-Rente finden Sie auf www.rentenbescheid24.de. Ich wünsche Ihnen wie immer eine rentenstarke Woche. Ihr Rechtsanwalt und Rentenberater Peter Knöppel.